Hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Tales of Graces. Und weiter geht's auf unserem Weg durch die Bathus-Zitadelle. Die sind auch wieder, wie ihr sicherlich in der letzten Folge mitbekommen habt, ja, einiges an Gegner, die wir nicht mitgenommen haben. Wir wollen ja erstmal schauen, was das, was hier so abgeht. Ach, hier ist ein, hier kann man ja weitergehen. Ich check das mal kurz ab, ob hier irgendwas für uns Relevantes ist. Mastery Tonic C. So, und wir bestreiten in dieser Folge unseren ersten freiwilligen Kampf wieder. Haha, ist mal schön ausgewischt und noch ein paar CC-Punkte eingeheimst. Danke, Sophie. Alles klar. Oh, Pascal hat aber auch ordentlich auf den Puss hier mit ihren Flammen. Alles klar, checken wir schon mal noch kurz die Jungs ab. Ob die schon ihre Titel voll haben? Ja, Malik hat natürlich wie immer seinen Titel voll. Bei den ganzen Punkten, die wir immer kassieren. Ja. Das ist ja alles 5 hier. Nur noch das hier. Toll, da hat er sonst nichts mehr. Super. Okay, hier ist auch wieder so ein Mechanismus. Was soll denn der Quatsch? Okay, das Ganze macht hier natürlich kein... Ne, warte mal, konnte man... Warte. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, konnte man da weitergehen? Nein, kann man nicht. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas hier an Mechanismus ändern. Ich check mal's ab. Okay, to the left. Ja, was bringt das jetzt? Was hat sie jetzt gebracht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann man es auch noch weiter links bewegen? Ach so, simple enough. Did you see what happened? Yeah. When we pulled this switch, the wall on the other staircase moved. If you understood that much, we shouldn't have any problems. Let's hurry on. Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass das sich ja so bewegt. Okay. Jetzt können wir nämlich hier weitergehen. Das war ja auch der Sinn dahinter. Und hier sind aber Gegner, die uns jetzt an der Arbeit hindern wollen. Deswegen müssen wir die entfernen. Ich hoffe mal, hier diese extra Weg lohnt sich auch ein bisschen. Denn wir hätten ja auch in die 4. Etage weitergehen können. So. Okay, ich wollte eigentlich einen Mystic Art einsetzen, aber es war wohl nichts. Okay. Und Espel hat Bestial Roar Adept Title bekommen. Ja, so oft wie wir Roar schon eingesetzt haben, ist schon krass. Okay. Nee. Einmal nach rechts bewegen. Ich schätze mal, wir können das noch weiter noch nach rechts bewegen. Nee. Nach rechts? Ach so. Nein. Falsche Seite, ups. Ach Mensch. Nochmal Front. Ah, nicht das hier. Das. So. Okay, also hier war ja nichts Besonderes. Na, hier ist auch eine Tür. Okay. Book of Fortune. A spellbook that doubles the success rate of generating items with your elf mixer. Okay. Boah, ist das kompliziert. Hier sind auch eine Menge, also Gänge und Wege, die man so machen kann. Achso, das ist wahrscheinlich, warte mal.
Geh nochmal zurück. Er hat sich wahrscheinlich hier auch was bewegt. Was ist das eigentlich hier? Military Insignia. My responsibility. Considering how big this facility is, I guess it makes sense that it was used as a military base. And to think that you were part of all this. It's still so hard for me to believe you were stationed here, sent on a mission to destroy Lambda. That's... Sophie, please, let me do it instead. But stopping Lambda is my responsibility. This is not something anyone else can do. Don't worry about me, Asbel. I will protect you. And everyone else. It's my turn to protect you for once. You've already done so much for everyone. I don't want you putting yourself in danger again. But you can't beat him, Asbel. Only I can. And I will. Lass es, Asbel. Das macht Sophie schon. Ja, wer versucht ja, sie auch so zu beschützen, wie sie uns ja beschützt hat die ganze Zeit. Das ist ja natürlich sehr nobel von ihm, aber wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass wir nicht viel gegen Richard ausrichten können, also alleine, ohne die Hilfe von Sophie. Entsprechend ist das natürlich nicht immer so ganz einfach, ne? So, das können wir jetzt mal nochmal nach links bewegen. Und das können wir wahrscheinlich nochmal nach rechts bewegen. Eine Tür hat sich oben geöffnet. Ja, und wo finde ich jetzt diese Tür bitte? Hier können wir ja immer noch nicht durch. Hm. Toll. Kann man da gar nicht mehr weitergehen, oder was? Ich check das nochmal kurz ab, vielleicht habe ich ja irgendwas verpasst. Ach, hier geht's ja weiter. Oh, Mensch. Panacea Bottle können wir nicht mitnehmen. Wir sind schon voll. Toll, diese Tür habe ich natürlich gerade nicht gesehen. Oh, jetzt bin ich hier gelandet. Okay. Hier ist eine Kiste, Strange Gear. Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn hier? Boah, ich blicke hier überhaupt nicht durch, irgendwie so wirklich. Okay, wenigstens blicken wir bei dem Geld durch. Okay, das können wir auf jeden Fall nach rechts bewegen. Jetzt ist es auf jeden Fall zugeblockt. Dann auch mal nach rechts. Jetzt bin ich in der 5. Etage. Ja, Moment, Moment, Moment. Was soll denn der Quatsch? Oben waren ja auch noch andere Sachen, die wir noch hätten mitmachen können. Und da wir haben ja komplett eine Etage quasi übersprungen. Was ist denn eigentlich hier? Hier ist ja auch wieder so ein Aufzug. Na gut, aber die können wir noch mitnehmen. Aber das mit dem Voranschreiten geht nur noch ein bisschen zu schnell, weil ich überhaupt nicht durchblicke. Ah ja. Mal richtig hier einen auf Deckel geben, die Viecher. Okay, Sophie hat den Titel voll. Und Sophie hat Vitality gelernt, womit die jetzt noch ein bisschen mehr HP kriegt. Es war, glaube ich, nur 30 gewesen, aber das macht auch trotzdem noch einen kleinen Unterschied. So ist es ja nicht. Gibt's hier ein Kostüm?
Nein. Da gibt's aber Badge XP hier. Was ist denn hier? Gauntlet Blitz. Ihr kriegt ja auch nochmal Vitality, also machen wir das doch mal. Vitality ist immer gut. Jetzt muss ich gucken, hier ist nämlich ja die Tür gewesen. So, aber wir kommen hier definitiv nicht weiter. Es sei denn, wir bewegen das vor. Zurück. Meine Güte, ist das kompliziert. Und hier ist trotzdem eine Tür und hier ist auch eine Tür. Boah. Es sind nur laute Türen und ich bin immer noch genauso schlau wie vorher. Hier ist ein Speicherpunkt, die ich gerade sehe. Und hier ist eine Kiste, die... A Marcin Key? Was ist das denn? An uniquely shaped key that was used widely by the Martians over 1,000 years ago. It's gotta fit somewhere. Hey, what's this? How nostalgic. It has been a while since I have seen an Amarcian key. A key? So what's it open? Long ago, it was used in the doors of Amarcian design structures. So, can it open any doors around here? No, I highly doubt it would have been used in a fortification such as this. There was a time where that style of door was constructed abundantly, but it had grown obsolete by the time I had entered into my deep sleep. Aw, nuts. Guess it's useless. No need to run hastily to conclusions. There may still be doors that use such a lock on Ephinia. Oh, really? Well, I hate dragging around useless junk, but this seems like a winner right here. Okay, also kann sein, dass dieser Schlüssel irgendwie auf unserer Welt dann irgendwie irgendwas aufmacht. Deswegen behalten wir den Schlüssel quasi, statt den wegzuschmeißen. Achso, wir waren ja mal, Pascal war ja mal von mir so begeistert, weil das hier wohl nirgendwo reinpasst. So. Ein bisschen heilen hier. Komm, Sharia. Hey, das ist immer was Neues. Ich hoffe, ich war von Nutzen. Okay. Nutzen wir mal ein paar Apfelgels. Damit wir mal die Mädels ein bisschen heilen. Okay, das reicht erstmal. So, dieses komische Geräusch nervt die ganze Zeit. Also hier klemmt irgendwas. Ziehen wir das mal nach links. Nach rechts halt. Ne, das ist ja noch schlimmer als vorher. Können wir das rausziehen? Ja. Okay, das hat es dann so veranstaltet quasi. Okay, dann muss es irgendwo zu diesem Punkt kommen, dass wir hier da ankommen können, wo der Speicherpunkt ist. Ja, 6. Etage, also noch schlimmer. Ey, ich weiß auch immer noch nicht, wie viele Etagen dieser Laden hat. Hä? Das ist wieder beim 5. Okay, nee. Gehen wir nochmal zurück. Oh, ich hasse diese. Also hier, in dieser Welt ist also sind die Orte, die man so quasi untersuchen kann, wirklich nicht lustig gestaltet. Weil man quasi nur damit beschäftigt ist, hier durch verschiedene Türen zu gehen, weil man ist immer noch genauso schlau wie vorher. Ja. Pascal, what's an airhead? Someone who's so smart they can control air with their mind. Wow, you're amazing. Jetzt kommt das Airhead schon wieder, meine Güte. Wie kann man denn Luft mit seinen Gedanken kontrollieren? Das weiß ich auch nicht. Da müsst ihr Pascal fragen.
Ah ja, jetzt weiß ich das. Ich bin ja durch diese Tür quasi gegangen und dann kam man dort an diese Stelle an. Aber das muss ja einen Sinn machen, das Ganze hier. Ja, hier kommen wir definitiv ja nicht weiter. Das heißt, irgendwo anders muss es ja weitergehen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Und schauen wir mal, dass wir vielleicht woanders mal vorankommen. Ich werde mal gucken, dass ich das hier mal ein bisschen bewege. Vielleicht bewirkt das ja irgendwas. Nee, tut es nicht wirklich. Toll. Also diese Tür ist interessant, aber die müssen wir irgendwie in Gang kriegen. So, dazu muss ich, glaube ich, in diesen Blocks noch ein bisschen spielen. Schätze ich mal. Nee, das können wir so nicht bewegen. Oh, Mann, Okay, wir waren gerade hier vorne angekommen. Aber ich check mal hier die Gegend ab. Vielleicht gibt es was Interessantes für uns zu entdecken. Jetzt kommen wir, glaube ich, wieder in die Sechsten, kann das sein? Ja. Ich bin jetzt quasi im Kreis gelaufen. Gut, dann muss die Lösung woanders sein. Wir laufen hier so ein bisschen falsch rum. Ja, gibt es im Moment auch nicht viel zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, was ich da alles erzählen kann. Im Endeffekt ist das uninteressant, was ich im Moment so erzähle, weil wir nicht wirklich vorankommen. Von daher müssen wir mal zusehen, dass wir das ein bisschen anders handhaben, das Ganze. Um dann entsprechend vielleicht irgendwas zu bewirken. Ich glaube, das bringt ja auch nicht viel bei denen. Weil oh! Moment. Jetzt kann ich quasi hier durch diese Tür, aber dann muss. Da fehlt aber noch was. Moment, wenn sich das so bewegt hat, wie habe ich das überhaupt gemacht jetzt gerade? Ach, das hat sich ja hier da unten so bewegt. Ach, in der Unterseite. Ja, vielleicht kriege ich das noch ein bisschen bewegt, dann kommt das vielleicht noch mehr raus. Ja, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück, nämlich weil ich noch so. Oh, Mann. Okay, das heißt, ich muss dann nochmal hier zurück, die Etage, die andere Etage und dann, ja, nochmal den Aufzug nehmen. Wenn ich das wahrscheinlich noch ein Stück bewege, dann, werde ich dazu kommen, das Ding, diese Tür zu benutzen. Und dann kommen wir vielleicht dann zu einem Speicherpunkt, den wir gesucht haben. Also der, den man halt durch die Wand da sehen kann. Gut, dazu müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Schauen wir mal, ich kann den Gegnern gut ausweichen. Okay, der erste Kampf ist schon mal gut ausgewichen worden, ist der zweite auch, die sind gegeneinander gelaufen. So. Okay, dann einmal hier noch in diese Richtung. Jetzt nochmal links. Ja, perfekt. Alles klar. Gut, das haben wir soweit geschafft. Ja, diesen Kampf können wir aber nicht ankommen. Ich greife erstmal diesen Emerald Weapon mal an. Der dann sehr nervt mit seinen Pfeilen die ganze Zeit. Können wir mal schön auf den Deckel geben hier. Und so viel geht ja automatisch immer auf den Leaders Target. Also auf das, was ich immer anvisiere. Und das Ding schnell Geschichte dann. Nee, der komische Humanoid ist ja nicht so prall an sich. Gut. Kann man ja auch gut sehen, der kriegt man schon einiges dann an Erfahrungspunkten, wodurch wir dann natürlich in der Lage sind, uns schneller aufzuleveln und auch mal schneller auf ein höheres Level zu kommen. So, jetzt können wir endlich hier weitergehen. Ich hoffe mal, wir kommen auch langsam irgendwo an, wo es nützlich ist für uns. Hier ist der Speicherpunkt schon mal.
Ja. Und natürlich stimmt was nicht. Das war ja auch klar. Das heißt, wie muss ich das machen? Moment. Okay, wenn ich den Speicherpunkt nutzen will, muss ich quasi den weit vorschieben. Nee, eigentlich ist das totaler Schwachsinn, ne? Kann man das von hier aus bedienen? Wohl kaum. Nee, das stimmt was nicht. Ich muss das nochmal ändern irgendwie. Dass das stimmt. Toll. Jetzt habe ich mich gefreut, dass das läuft. Aber dann läuft es ja doch nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Was bewirkt das eigentlich hier? Ich guck mal, was das bewirkt. Vielleicht bewirkt das ja irgendwas Besonderes. Nein, das Problem ist, ich muss ja ein bisschen aufpassen hier, dass ich mich hier nicht selbst aufsperre. Ja. Nochmal vor. Okay, dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen rausziehen. Vielleicht bewirkt das dann irgendwas, nur nicht wirklich. Oh Mann. Okay, das waren also die beiden hier. Jetzt muss ich schauen, was man hier so machen könnte. Das kann man gar nicht mehr bewegen. Wie jetzt? Kann ich jetzt gar nichts mehr machen hier oder was? Was soll denn der Quatsch? Ja, super. Jetzt habe ich das so schlau gemacht, aber ich komme nicht wirklich jetzt weiter. Von dort aus, nö, ich habe ja gar nichts mehr so wirklich. Hier. Kann man gar nichts mehr machen hier. Nee, weder nach rechts noch nach links, wenn wir das bewegen. Nee. Toll. Ja, super klasse. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Da wir jetzt quasi gar nichts mehr machen können. So, wie man das jetzt handhaben wird, weiß ich auch nicht. Die waren ja noch am Leuchten quasi, wo wir die das erste Mal dann halt also noch gesehen haben. Ja, und jetzt sind die gar nicht mehr nämlich am Leuchten. Ja, ich glaube wohl kaum, dass das was damit zu tun hat hier. Nein. Ich versuche mal, das weiterzuschieben. In dieser Richtung. Naja, das bringt aber auch keine Veränderung so wirklich. Das gibt's doch nicht. Ja, Leute, ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich stecke so ein bisschen fest im Moment. Weil es geht ja definitiv dort ja weiter, so, aber da muss man im Endeffekt irgendeine Methode sein, um ja das irgendwie zu bewerkstelligen, dass das dann halt weitergehen kann. Also wie es aussieht, haben wir im Moment gar keinerlei Möglichkeiten, das zu handhaben. Gehen wir nochmal nach unten. Vielleicht kann ich ja nach unten noch irgendwas bewirken. Hoffe ich zumindest. Dass man entsprechend da was machen kann. Ansonsten, ja. Ansonsten bin ich dann ehrlich gesagt etwas überfragt, was wir dann im Endeffekt jetzt machen können. Na gut, bleibt uns im Endeffekt jetzt nichts anderes übrig, als ja, zu schauen, was man hier so noch alles entdecken kann in diesem Bereich. Na, jetzt bin ich nämlich hier genauso wieder an der gleichen Stelle an und das will ich ja auch nicht. Das ist eigentlich totaler Quatsch, was ich da mache. Rück nochmal diese Tür hin. Oh, das war gerade eine Überraschung. Ich habe ja gedacht, hier warte, dass der Gegner hier in der Nähe ist. Na gut.
So. So viel soll mich mal ein bisschen heilen. Ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Oh, Sharia hat das gemacht. Danke, Sharia. So, Sharia kann mal eine Gruppenheilung machen. Aber brauchen wir hier nicht mehr. So, die Mädels haben sich schon wieder aufgelevelt. Das ist wunderbar. Okay, vielleicht kann ich hier irgendwas Besonderes machen. Mit dem hier. Also links kann man es hier bewegen. Ah! Ah, wunderbar. Ich hab's endlich mal. Okay, das ist die Lösung. Ich wollte nämlich gerade durch die Tür gehen, aber gut, dass ich das nicht gemacht habe. Denn wir haben endlich unsere Lösung. Wir können jetzt endlich weitergehen. Hoffe ich mal zumindest. So, dazu fahren wir jetzt wieder nochmal nach oben. Ja, sorry, ich weiß, Leute, dass ich euch ziemlich langweile im Moment. Weil es für euch nicht so spannend ist. Aber ihr seht ja im Endeffekt, dass das irgendwie nicht so einfach geschaltet ist, das Ganze. Und da muss man halt immer ein bisschen nachdenken. Ich habe das ja vorher auch selber gar nicht angespielt, die ganze Zeit. Und dann kann ich aber direkt mal hier speichern. Kurz. Und dann können wir uns die Sequenz mal anschauen. Okay, die sagt, if anyone can do it. Got a second, Hubert? Will you spar with me? Here? Now? Where is this coming from? When the shuttle repairs are complete and we return to Afinia, I may have to fight Richard again. The man was quite a skilled swordsman, as I recall. You're right to be worried. I want to save him without inflicting more damage than necessary. And to pull that off, I need far greater skills than I have now. Very well, then. I should call Sophie over to participate as well. No, it's okay. I don't want her involved in this. But... Sophie's become oddly stubborn about the whole Lambda thing. She thinks it's her responsibility to face him alone. I need to prove to her that I can protect her. If anyone can do so, it's you. So. Ich dachte schon, die kämpfen jetzt wieder einander, wie damals in der Wüste. Aber gut, das ist dann doch nicht der Fall gewesen. Oh. These humanoids seem more complete. Look out! Huh? What's with the glowing block? It seems to be reacting to Sophie's power. Here they come. Toll. Kaum sind wir drin, da werden wir schon direkt nett begrüßt. Wie immer halt auch. Oh je. Die sind ja schon auf Zack hier, die Leute. Und, boah, die sind aber auch ziemlich stark, wie man hier gut an den HP-Zahlen sehen kann. Toll, das habe ich jetzt ein bisschen nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich sehr, sehr blöd jetzt. Weil ich auch nicht in keinerlei Weise vorbereitet bin auf diesen Kampf. Da wir auch zeitlich ziemlich gar nicht einkalkuliert haben, dass so ein Kampf, ein langer Kampf ansteht. Ja, toll. So, ja, und Sharia kommt auch nicht wirklich in die Gänge, weil sie jedes Mal angegriffen wird. Da muss ich jetzt selber handhaben, jetzt geht nicht anders. Ich muss nur so die Gruppe heilen. Immer. Der hat gesessen. Der Roar. Ey, was schießen die hier so? Irgendwelche Laser oder irgendwas? Boah, alter Schwede. Okay. Ich muss mich ein bisschen heilen hier. Danke, Sophie. So, was haben wir hier alles? 4000? Ah, ne, greife ich doch lieber erstmal die anderen an. Die sind ja schwach. Ich gehe ja eigentlich die ganze Zeit auf den Starken drauf, also der viel HP hat. Und vergesse ja, dass die anderen dann irgendwie doch nicht so stark sind. Gut, vielleicht können wir den Kampf doch noch schneller durch, als ich gedacht habe. Alles klar. Wen haben wir noch? Ja, nur noch den. Und der ist ja halt am stärksten von allen. Alles klar.
können wir mal schön auseinandernehmen hier. Danke, Sharia. So, mal kurz erholen. Ah, der hat doch gut kassiert hier. Boah, alter Schwede, ey. Dieser komische Laser von dem, der zieht halt... Da ist ja noch einer. Ah, Mensch. Dann geh ich auf den drauf erstmal. Die hab ich ja gerade komplett übersehen, die hier. Die eine. Ja, merkt ihr schon, wir sind jetzt schon an der Zeit angekommen, wo wir eigentlich die Folge beenden müssen. Aber gut, das wird wahrscheinlich wieder mit einer etwas längeren Folge als gedacht. Aber passt schon. So, jetzt können wir hier drauf gehen. Alles klar, das ist nur noch der. Aber irgendwie kann das sein, dass er immer wieder Leuchtturm ruft, oder irre ich mich da? Oh, jetzt packt er hier so eine riesen Kanone da an. Wie viel hat denn der noch? Ach, der hat nur noch 600. Okay. Pascal looks worried. She said she was torn between eating 10 banana pies or 12. I see. Na, na gut. Die mögen sie ja ab und die denken ja nur, Pascal denkt nur ans Essen hier. Meine Güte. Naja, gut. Haben wir gut geschafft soweit. That was too close. We'd better find the shuttle reinforcement and get out of here. May I ask what the significance of this attachment is? It's made from a metal called Deris Ore, which possesses lambda-resistant properties. Deris Ore reacts to and absorbs the Eleth that powers the abilities of Protos Haze. I'm a little worried. I thought we'd find it here, but I'm not seeing anything. We may have no choice but to build it ourselves. That sounds complicated. Okay, so if the angle of entry is zero, and the velocity is zero, then the density will have to be... Another attack? Woohoo! No attack. It's just Pascal being crazy again. What could she possibly be doing that requires so much noise? Oh yay, it's done! Presenting my newest invention, the ultra-strong, ultra-secret, super cool Deris Bit! Goodness. See, I saw that block get all glowy in response to Sophie's power. And then I heard you talk about Deris Ore, and I saw this, and... Yeah, so here we are! You are truly a worthy descendant of the Amarcians. But wait, there's more! Act now, and I'll totally throw these in for free and stuff! Here, Captain, try this ring on. What is this for? I made them from the leftover Deris Ore. One for you, and one for me. Rings? You two aren't engaged, are you? I'm pretty sure that's not the case. So if we wear these, we should be able to use the same power as everyone else. Oh my gosh, it's totally warm and tingly. It's like swimming in hot cocoa. I wouldn't go that far, but there's certainly a strange power at work. Yeah! It's identical to the light we possess. It's strange, but I feel stronger. Yeah, so when I heard the ore could absorb Sophie's Eleth, I thought it might work for us too. Now Captain Malik and I will be more help than ever. We should be able to tackle those new monsters along with the rest of you. Now we just have to snap the Deris Bit onto the shuttle and we're good to go. Do you think the shuttle has been repaired by now? I don't know. It's a pretty big job, especially for one person.
Then we should hurry back. If it's still being repaired, we might be able to lend a hand. Right. Back to the city then. Okay, Darius rings. Rings that enhance Pascal and Malik's powers by allowing them to benefit from Sophie's light. Okay, also diese Ringe, die hat ja Pascal gemacht, dann damit die halt sie und Malik dann die gleichen Kräfte benutzen können wie die anderen dann. Und Darius Bit, a weapon made of Darius Steel, designed to tear open the cocoon. Gut, ja. Oh, das sind aber eine Menge Titel. Auf einmal, ja, also wir haben, wie gesagt, die Waffe, die wir benötigen, genauso haben wir auch diese Ringe, die den beiden helfen, noch ein bisschen stärker zu sein. Und, ja, Sherry dachte, sie wären irgendwie verheiratet, also verheiratet, oder die wären verheiratet oder irgendwie sind verlobt oder so, das ist ein Quatsch. Aber gut, ja, wir können jetzt eigentlich wieder zurück und schauen, ob unser Shuttle repariert worden ist, ansonsten können wir noch ein bisschen helfen, aber das müssen wir leider in der nächsten Folge erst machen, dazu gucken wir uns aber noch die Sequenz an, Where's My Ring? A ring? Oh, how I used to fantasize all the time about that ring Asbel had. You look happy. Is it because of that ring? It certainly doesn't have anything to do with you. What? Okay. Hey, wait a minute. When we were kids, Asbel promised he would buy me a ring when we were older, didn't he? Or maybe it does have something to do with you. Wait, what? When we were kids, you promised to buy me a ring when we were older. Don't you remember? I don't remember that. Anyway, we need to hurry back to that city where we found Emerald. He totally forgot. I suppose I should have seen that one coming. Meine Güte. Als ob er sich jetzt an ein Versprechen erinnert, das die halt Kinder gemacht haben, dass sie hier einen Ring schenken. Ja, sag ihm doch einfach, dass du von dem was von dem willst oder so. Meine Güte. Naja, gut. Das diskutieren wir aber ein anderes Mal. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.